Television Zwickau. Deine Region im Bild. Comedia Konzept. Ihr Partner für regionale Werbung wünscht gute Unterhaltung. Aktuell das regionale Abendmagazin. Heute im Studio Udo Rupkalnis. Einen wunderschönen guten Abend. Willkommen zu Tag Aktuell vom Donnerstag. Wir haben folgende Themen für Sie vorbereitet. Unter anderem dabei Frühlingsplauderei auf Schloss Waldenburg. Außerdem Badewannen- und Drachenbootrennen auf dem Schwanenteich. Und unser Kinotipp heute, der große Gatsby. Dazu später im Kulturteil der Sendung mehr. Hier sind die Themen des Tages im Einzelnen. Die Beschäftigten der Bosch Thermotechnik Neukirchen haben heute erneut gestreikt. Zum einen gibt es noch keinen unterschriebenen Tarifvertrag, der das bayerische Ergebnis auch für Sachsen festschreibt. Zum anderen wollen die Beschäftigten wissen, wie die Unternehmensleitung mit der zweiten Stufe des aktuellen Tarifergebnisses, also 2,2% ab Mai 2014, umgehen wird. Das Unternehmen will den Standort in Neukirchen schließen und hat in den vergangenen Verhandlungsrunden die Standortsicherungskonzepte der IG Metall und des Betriebsrates ausgeschlossen. Das Schloss Waldenburg hatte in dieser Woche zu einer Frühlingsplauderei eingeladen. Anlass war der Abschluss der Sanierungsarbeiten im Schlosspark. Er wurde von 2009 bis 2012 in Verantwortung des Eigenbetriebes Zentrales Immobilienmanagement des Landkreises nach historischem Vorbild gestaltet. Feierlicher Abschluss der Parksanierung war die Pflanzung einer Sommerlinde. Sie ersetzt die 100 Jahre alte Linde, die den strengen Winter 2011 nicht überstand. Nur wenige Meter weiter folgte auch schon der nächste Höhepunkt des Tages. Landschaftsarchitekt Heiko Strauch enthüllte eine von ihm gestiftete Gedenktafel zu Ehren von Otto Ferdinand Terschek. Der Otto Ferdinand Terschek, geboren 1817, gestorben 1868, ist ein Hofgärtner vom Schlossgarten Pillnitz. Und er hat 1858 diesen Schlosspark hier angelegt, nach englischem Vorbild, im englischen Stil. Und er stammt aus einer Gärtnerfamilie, aus einer der bekanntesten Gärtnerfamilien Sachsens. Und die Gärtnerfamilie geht bis in das 17. Jahrhundert zurück. Und geht bis in das 19. Jahrhundert hinein. Eine Ehrung also für den Mann, dem wir den über 4 Hektar großen Schlosspark verdanken. Den Standort der Tafel hat der Landschaftsarchitekt dabei ganz bewusst gewählt. Der Standort der Tafel ist so positioniert, dass lustwandelnde Besucher, Interessierte diese Tafel sofort erkennen. Dass sie unmittelbar am Parkweg steht und den Hintergrund vor Augen hat, dass dieser amerikanische Tulpenbaum einstmals vom Terschek gepflanzt hier seinen Platz gefunden hat. Dieser alte Baum könnte sicher so einige Geschichten erzählen. Die Pflanzung und die Enthüllung der Gedenktafel waren nicht die einzigen Programmpunkte des Tages. Im Rahmen der Frühlingsplauderei erfuhren die Gäste auch allerhand Interessantes über das Schloss und seine Bewohner. Und so manches Unglaubliche. Zum Beispiel, dass auf dem Schlossareal auch mal ein Turnplatz errichtet wurde. Für ein Schloss durchaus ungewöhnlich. Ja, das war Fürst Otto Viktor II. Der war in pietistischer Manier erzogen worden, könnte man sagen, von seinen Eltern. Und die pietistische Manier sah vor, dass man ein einfaches und striktes Leben führt. Die Kinder haben beispielsweise sich mit einfacher Kost begnügen müssen, haben sich mehrere Zimmer geteilt und mussten beispielsweise auch früh aufstehen und in der Mulde baden.
Es ging also auch vor allem darum, den Körper abzuhärten gegen Krankheiten. Die Plattern bzw. die Pocken grassierten im 18. Jahrhundert noch sehr stark, machten auch vor den schönburgischen Schlössern nicht Halt. Und da war es wichtig, gute Abwehrkräfte zu haben, auch in den Fürstenhäusern. Und so kam es halt, dass Schloss Waldenburg wohl eines der wenigen Schlösser in Deutschland war, das einen eigenen Turnplatz hatte. Diese und noch viel mehr Geschichten konnten die Besucher zur Frühlingsplauderei hören. Das rege Interesse zeigt, dass es wohl auch nicht die letzte Veranstaltung dieser Art auf Schloss Waldenburg war. Der Eisenbahnförderverein EFWO Friedrich List hat Kritik an der Stadtverwaltung Werdau geübt. Deren Vorhaben im Hinblick auf den Bahnhof sei nicht nachvollziehbar. Die Stadt hatte den Bahnhof im vergangenen November ersteigert und wolle ihn nun abreißen. Nur die ehemalige Metropa-Gaststätte solle erhalten werden. Dem Eisenbahnförderverein schwebte eine umfangreichere Nutzung des Geländes vor. Die Stadt soll dem entgegnet haben, man könne sich in Werdau keine Luftschlösser leisten. Auf dem Schwanenteich startet am 22. Juni zum zweiten Mal das Badewannenrennen vom Seesportclub Zwickau und der Kreissportjugend. In diesem Jahr kommt noch ein ganz anderes Ereignis hinzu. Die Sparkasse Zwickau trägt an diesem Tag ein Drachenbootrennen aus. Über die Planungen wurde heute Vormittag informiert. Hoffentlich ist das schöne Wetter heute ein gutes Zeichen für das Rennen am 22. Juni. Das waren die Worte des Seesportclub-Vorsitzenden und zugleich Vorsitzenden der Kreissportjugend Thomas Kiesig. Denn im vergangenen Jahr hatte das Wetter zum Rennen nicht so recht mitgespielt. Aber das ist nicht die Hauptsache. Wichtig ist der Spaß beim Bau der schwimmenden Badewannen. Also zugelassen ist alles, was schwimmt. Also es wird vorher eine technische Abnahme geben, dass wir wirklich sicher sind, dass niemand untergeht. Zugelassen ist alles, was aussieht wie eine Badewanne oder anders gesagt, was eben nicht aussieht wie ein normales Boot. Wir möchten gerne, dass die jungen Leute Kreativität zeigen und Eigenentwicklungen bringen. Das kann vom Einbaum reichen bis hin zur Hochleistungs-, Hochgeschwindigkeits-, Badewanne, U-Boot, keine Ahnung, irgendwas. Egal, es muss schwimmen und es muss cool sein und Spaß machen. Wie so etwas aussehen könnte, haben die Seesportler heute auch gleich mal praktisch demonstriert. Dieses Boot ist unsinkbar, wie man sehen konnte. Nur die Steuerung ist noch ein klein wenig verbesserungswürdig. Wer es am 22. Juni hingegen etwas rasanter mag, der ist beim Drachenbootrennen der Sparkasse Zwickau genau richtig. Angesprochen sind vor allem Firmen der Region, sich mit einem Team zu beteiligen. Eine Drachenbootmannschaft besteht aus 18 bis 20 Paddlern, einem Trommler und einem Steuermann. Aber da gibt es natürlich jetzt auch einige Firmen, die bringen gar nicht so viel zusammen. Haben Sie da noch einen Plan B für kleinere Firmen? Der Plan B steht. Die Firmen, die jetzt nicht so viel Mannschaftsteilnehmer zusammenbringen, die werden wir aufnehmen und dann mit anderen kleinen Firmen, die das gleiche Problem haben, zusammen kombinieren. Für Abwechslung ist am 22. Juni also gesorgt. Alles, was Interessenten jetzt tun sollten, ist, sich anzumelden. Anmelden kann man sich über den Kreissportbund Zwickau, über die Kreissportjugend. Wir haben eine Internetseite, badewannenrennen-zwickau.de. Dort einfach mal draufschauen, da steht eine Telefonnummer, Kontaktformular. Ausfüllen, herschicken und dann kann es schon losgehen. Muss bloß noch gebaut werden. Die Startgebühr beträgt 10 Euro pro Team. Anmeldungen sind noch bis zum 1. Juni möglich. Bei der Abfallentsorgung kommt es durch den Feiertag am Montag zu Änderungen bei der Abholung. Die Entsorgung erfolgt jeweils ab dem darauffolgenden Werktag. Die weiteren Touren könnten sich dadurch gegebenenfalls bis zum Samstag verschieben. Werbung. Kosmetikstudio Bon Visage. Ob bei Kosmetik, Maniküre, Nageldesign oder medizinischer Fußpflege. Hier ist Ihre Schönheit in besten Händen. Ein hoher Ausbildungs- und Qualifizierungsstand des Teams um Solveig Graupner garantiert höchste Qualität und Service bei allen Behandlungsangeboten. Absolutes Highlight für viele Kunden sind die Schminkabende mit Vorher-Nachher-Fotoshooting im Frühjahr und im Herbst mit Infos zu den aktuellen Trends, Farben und Tricks. Kosmetikstudio Bon Visage, Maschlewskistraße 11 in Zwickau. Zwickau
Zwickau lädt Sie ein zur Museumsnacht am 22.06.2013. Seien Sie dabei, wenn Zwickaus Museen ihre Pforten öffnen. Ob Kunstsammlungen, Priesterhäuser, Ratsschulbibliothek, Galerie am Domhof, Robert-Schumann-Haus, August-Hirsch-Museum oder Theater Plauen-Zwickau, überall erwartet Sie ein spannendes Programm. Erleben Sie die Vielfalt des Zwickauer Kunst- und Kulturangebotes in einer Nacht. Nutzen Sie dafür den Shuttleverkehr mit historischer Straßenbahn und Omnibus. Nähere Informationen finden Sie unter www.zwickau.de/museumsnacht. Martin und Schwedler, Ihr Partner für moderne Heimelektronik. Fachhändler für Löwe, Panasonic, Mobilcom Debitel und Sky. Unser Service umfasst den Verkauf und Reparaturservice für TV-Geräte, Computer- und Telefonanlagen, Wartung von PC-Netzwerken, SAT- und Kabelanlagen und natürlich einen kostenlosen Lieferservice bei Neukauf. Bei TV-Reparaturen holen wir das defekte Gerät beim Kunden ab und stellen für die Zeit der Reparatur ein Leihgerät zur Verfügung. Martin und Schwedler, Hauptstraße 98 in Steinpleis. Diesmal geklappt mit dem neuen Job? Na, dann pass mal auf. Na bitte, geht doch. Hofmann Personal bietet Arbeitsplätze überall in Deutschland. Und? Wann bewerben Sie sich? Nicht vergessen, Museumsnacht in Zwickau am 22.06.2013. Nutzen Sie die Chance und gewinnen Sie eine Ballonfahrt für zwei Personen. Die Ziehung des Gewinners erfolgt am 22. Juni um 23.30 Uhr in den Zwickauer Kunstsammlungen. Endlich wieder Party! Endlich wieder Gänsehaut! Endlich wieder Open Air! Seien auch Sie dabei, wenn Peter Maffay am 27. Juni gemeinsam mit Gaststar Leith Aldin den Platz der Völkerfreundschaft in Zwickau rockt. Erleben Sie alte Klassiker und neue Titel aus dem kommenden 2014er Album unter Zwickaus Sternenhimmel. Karten gibt's an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Uta Rödermoden. Seit 1991 das Bekleidungsfachgeschäft im gehobenen Genre für Damen und Herren. Die erste Adresse in Sachen anspruchsvoller Modemarken. Hier finden Sie hohe Fachkompetenz bei Beratung und Verkauf stilvoller Bekleidung. Schauen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst. Uta Rödermoden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Vergessen, Peter Maffay Extra-Tour mit Gaststar Leith Aldin am 27. Juni 2013 auf dem Platz der Völkerfreundschaft. Jetzt Karten sichern. Weitere Informationen unter www.kulturz.de. Damit Sie sicher unterwegs sind, mit besten Empfehlungen für Ihre Sicherheit. Wir sichern Ihr Zuhause, mechanisch und elektronisch, dass Sie ruhig schlafen können. Beratung und Verkauf im hauseigenen Ladengeschäft. Wutzler Sicherheitstechnik, auf der äußeren Schneeberger Straße in Zwickau, direkt gegenüber der IHK.
In Glauchau haben Passanten heute früh an der Kreuzung Bonhoeffer und Lungwitzer Straße eine leblose Frau entdeckt. Für die 61-Jährige kam jede Hilfe zu spät. Der Arzt konnte nur noch den Tod feststellen. Ersten Ermittlungen zufolge war die Frau mit ihrem Fahrrad gestürzt und erlag ihren Verletzungen. Hinweise auf ein Verbrechen gäbe es nicht. In Werdau haben Langfinger die Nachlässigkeit eines Autofahrers genutzt und dessen Wagen ausgeräumt. Der 54-Jährige hatte sein Fahrzeug an der August-Bebel-Straße mit offener Scheibe abgestellt. Als er für kurze Zeit verschwand, schlugen die Unbekannten zu. Sie erbeuteten Bargeld und einen Laptop im Gesamtwert von rund 2000 Euro. In einem Autohaus an der äußeren Dresdner Straße haben Unbekannte 14 Pkw-Komplettreifensätze gestohlen. Die Tat ereignete sich nach Polizeiangaben zwischen Dienstag 18 Uhr und Mittwoch 14.30 Uhr. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 8.000 Euro. Kultur erleben, Freizeit gestalten, auch mit uns. Regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit. Der Dresdner Frauenkirchenkantor Matthias Grünert lässt am Samstag in 5 Kirchen unserer Region die Orgeln erklingen. Den Anfang macht 16 Uhr die Werdauer Marienkirche. 17 Uhr gastiert er in der Langenhessener Johanneskirche und 18 Uhr in Grünberg bei Ponitz. Nach einer kurzen Verschnaufpause geht es dann 19 Uhr in der Glauchauer Georgenkirche weiter und den Abschluss bildet dann 20.30 Uhr das Konzert in der St. Laurentiuskirche in Crimmitschau. In den deutschen Kinos hat der Streifen Der große Gatsby Premiere. Es handelt sich dabei um die mittlerweile 4. Verfilmung des gleichnamigen Romans von Scott Fitzgerald aus dem Jahre 1925. Diesmal spielt Leonardo DiCaprio die Hauptrolle. Hier ist unser Kinotipp der Woche. New York 1922. Das Tempo der Stadt hatte sich stark verändert. Die Gebäude waren höher. Die Partys waren größer. Die Moral war lockerer und der Alkohol billiger. Die Rastlosigkeit näherte sich der Hysterie. Sollen wir? Wer ist dieser Gatsby? Kennen Sie ihn? Ein Kriegsheld. Mr. Gatsby existiert nicht. Gatsby? Welcher Gatsby? Ich bitte um Verzeihung, aber Mr. Gatsby wünscht, Sie zu sprechen. Allein. Ich freue mich natürlich sehr, dich wiederzusehen. Ich freue mich natürlich auch sehr, dich zu sehen. Als ich das Vergnügen hatte, Mr. Gatsby kennenzulernen, entdeckte ich einen Mann aus bestem Hause. Sehr interessant. Alles in Ordnung? Ja. Du siehst immer so elegant aus. Der Mann mit den eleganten, schönen Händen. Sie muss ihm sagen, dass sie ihn nie geliebt hat. Ich habe gerade etwas Schockierendes gehört. Alles ergibt Sinn. Kommst du, Sportsfreund? Wir brauchen dich. Ich wünschte, wir könnten einfach weglaufen. Mr. Gatsby, Sir. Nicht jetzt. Was für eine Unruhe stiften Sie in meinem Haus. Los, verschwindet! Ich wünschte, ich hätte alles auf der Welt mit dir gemacht. Am Pfingstsonntag gastiert im Robert-Schumann-Haus der Pianist Thomas Benke. Auf dem Programm stehen Werke von Mozart, Schumann, Granados und Ravel. Die Veranstaltung ist Teil des Sächsischen Mozartfests und beginnt um 17 Uhr.
Zum 110-jährigen Bestehen der Neuen Welt am 25. Mai wird es wieder einen Auftritt der Clubband geben. Sie wurde vor 56 Jahren von Oberschülern aus Wilkau-Haslau gegründet. Bei Auftritten in den zurückliegenden Jahren bewiesen die Musiker immer wieder, dass sie es schaffen, den Saal problemlos zu füllen. Die Clubband spielt am 25. Mai ab 19 Uhr Musik der 60er und 70er Jahre. Karten sind erhältlich in der Touristinformation, in der Neuen Welt und im Ticketshop im Globus. Sie haben aber auch die Möglichkeit, Karten zu gewinnen. Denn Television Zwickau verlost jetzt 2x2 Freikarten. Sie sollten nur anrufen. Hier ist die Hotline. Die 0375, die Vorwahl für Zwickau, dann die 28 99 100. Der Anrufbeantworter ist ab 20 Uhr geschaltet. Die Mitglieder der Tanzsportgemeinschaft Rubin-Zwickau bewegten sich am vergangenen Wochenende auf fremden Parketts. Sandra Wilhelm zog es nach Norderstedt zum 7. Northern Country Western Dance Cup. Sie holte nach 6 Tänzen den ersten Platz. Ben Großpietsch und Jessica Neef fuhren zum weltgrößten Amateur-Tanzturnier nach Frankfurt am Main. Den größten Erfolg hatten sie dabei am Samstag, als sie das Finale in der Junioren 1C erreichten. Nur knapp verfehlten sie Platz 5. Braucht die Polizei eine unabhängige Kontrolle? Diese Frage soll zu einer Diskussionsveranstaltung beantwortet werden, zu der das Fanprojekt Zwickau und die Landtagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen am Freitag einladen. Wenn es vor oder nach einem Fußballspiel auf den Straßen heiß hergeht, sind Polizisten oft nicht zimperlich. Oft stehen sie in der Kritik, die Grenzen des rechtlich Erlaubten zu überschreiten. Dieses und weitere Themen sollen am Freitag diskutiert werden. Ab 19 Uhr beim Fanprojekt in der Inneren Plauenschen Straße 18. Werbung. Superstar David Gerrit kommt am 28. Juni nach Zwickau. Lassen Sie sich verzaubern von seiner neuen Crossover-Show Music mit Interpretationen von Beethoven bis Michael Jackson. David Gerrit live und Open Air auf dem Platz der Völkerfreundschaft. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Vom Fass. Das besondere Einkaufserlebnis in Zwickau. Aromatische Öle und Essige, edle Destillate, süffige Weine, all dies füllt man hier lose für Sie vom Fass ab. Doch nicht nur die große Produktvielfalt macht den Besuch in einem Vom Fass-Geschäft zu einer kulinarischen Entdeckungsreise. Hier lässt sich auch erfahren, wie man mit den feinen Essigen und Ölen von Vom Fass in der Küche zaubern kann, dazu auf seine Gesundheit achtet und seine Fitness steigern kann. Sehen, probieren, genießen. Vom Fass. In der Hauptstraße 30 bis 32 in Zwickau. Jetzt Karten sichern für das Konzert mit David Gerrit am 28. Juni. Seien Sie dabei, wenn der Open-Air-Himmel voller Geigen hängt. Weitere Informationen finden Sie unter www.kultur-z.de. Vollkommen anders. Der neue Citroën DS5 Hybrid 4 mit Diesel- und Elektroantrieb. Eine Weltneuheit. Citroën. Kreativtechnologie. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS am Kreuzberg in Zwickau-Oberplanitz. Hotel Flexig in Giegengrün und Hartmannsdorf, der Idylle des oberen Landkreises. Aktive Erholung und Entspannung für den Gestressten. Mit Küche vom Feinsten. Mit öffentlicher Sauna und Schwimmbad. Flexig bietet alles. Bei uns steht das Barometer auf heiter. Ob natürlich schöne Augenblicke, Tagträume oder Wohnträume, wir bieten Ihnen Räume für Träume. Vivobau, kleine Miete, ruhiger Schlaf. It's the way back home. Thank you.
Am Freitag ist es zunächst noch freundlich. Am Nachmittag bewölkt sich der Himmel und es muss mit Schauern gerechnet werden. Bei einem schwachen bis mäßigen Ost- bis Südostwind erreichen die Temperaturen 13 bis 22 Grad. Einmal werden wir noch wach, dann gibt's die Ausgabe vom Freitag. Ja, ich konnte auch schon mal besser reimen, aber das war sie, die Donnerstagsausgabe von Tag Aktuell. Ich würde mich riesig freuen, Sie auch morgen zur gewohnten Zeit begrüßen zu können. 19 Uhr hier bei Television Zwickau. Ihnen jetzt einen schönen Donnerstagabend.
Vision Zwickau.